Ja, Leute, der Bonny zurück, der ist wieder hier mit einem kleinen Nebenprojekt. So, es sind ein paar Sachen vorgefallen, aber die werde ich währenddessen ich spiele erklären. Also, hinsetzen und die Klappe halten. So, Start. So, Welt 1, Level 1. So, Zigarette angezündet. Ganz schnell. So, Leute. Zelda kann erstmal nicht fortgesetzt werden. Weil der Grund ist, das weibliche Geschlecht hat wieder einmal mich zur Weißglut gebracht. Man war ja der Meinung, an meinem Emulator ein bisschen rumzufuschen. Und das Resultat daraus folgte, ich konnte meinen Spielstand nicht mehr laden. Weder den normalen noch mein Safe State. Und ja, das muss ich jetzt so zwangsweise abbrechen. Und ich habe keine Lust, jetzt alles nochmal von vorne zu machen. Ich werde irgendwann damit weitermachen. Ihr braucht also überhaupt auf nichts warten. Weil, Mann, ich bin so sauer, ich bin so stinkig, aber nehmen wir die Diet einfach nicht. Weil, Mann, Weiber sind einfach nur der primitivste Schöpf auf Erden. Mann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach nur richtig auf 180. Weil, ich habe keine Lust, Mann. Und wenn ihr irgendwie denkt, ach, hab dich doch nicht so. Ja, mach's halt nochmal von vorne. Wisst ihr was? Ja, wer so denkt oder überhaupt so was behauptet, der kann echt zur Hölle fahren. Mann! Weil auf sowas kann ich echt verzichten. Und sollte irgendjemand auf meinem Kanal sowas schreiben, geschweige denn in meinen Videos. Ich will den sperre ich Lebenszeit für meinen Kommentar. Also für meinen Kanal. Ohne Witz. Weil der hat dann überhaupt kein Zugriffsrecht mehr auf irgendwas. Weder auf meine Videos noch auf meinen Kanal oder sonst irgendwas. Weil so eine Leute sind einfach echt nur dumm. Weil macht das einfach mal nach und dann wisst ihr, was ich meine. Weil es ist nicht ein Spiel, was man innerhalb von 2 Stunden einfach mal so blind fertig spielen kann. Versteht ihr? Und das noch auf 100%. Also, wer damit ein Problem hat, gut, okay, dann der abonniert mich, ist mir egal. Ansonsten fuck off, versteht ihr? So, wenn ihr irgendwas noch hinzuzufügen habt, ist mir egal. Ist mir scheißegal, es interessiert mich nicht. So, weiter geht's jetzt, auf zum Spiel, erstmal zum Spiel jetzt hier. Ich spiele jetzt Super Bomberman, was 1993 von Hudson Soft für die Super Nintendo entwickelt wurde. Es ist auch einer der sehr bekannten Spiele für diese Plattform. Und ich habe das damals auch sehr gerne als Kind gespielt. Und vorweg, ich kenne das Spiel. Ich werde es nicht blind spielen, sondern ich mache eine Challenge draus. Und zwar werde ich nicht einen einzigen Game Over erreichen. Das heißt, wenn alle meine Leben weg sind, meine 4 oben, da oben, meine Leben, seht ihr, rechts, links oben, dann erscheint so ein Passwortbildschirm. Dann kann ich da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Aber das genau will ich nicht erreichen. Und um nicht zu bescheißen, merkt euch einfach meine Punkteanzahl, die ich am Ende des Videos habe. Dann wisst ihr Bescheid. Ach, verdammt, Alter. Dann wisst ihr Bescheid, dass ich nicht bescheiße. Ist mir auch egal, ob ihr das glaubt oder nicht. Ob ich das. Ach, verdammt, Mann. Warum muss dieses Fenster jetzt schon kommen? Ja, wie dem auch sei, egal. So, und ich mache daraus eine Challenge und werde versuchen, so wenig wie möglich zu sterben. So, um ein paar Erklärungen zum Spielen zu geben. Es gibt insgesamt 6 Welten von Super Bomberman. Und jeder ist auf seine einzige Art einzigartig. Ja, sozusagen. Und es gibt insgesamt 8 Welten. 6 Welten und 8 Levels, die man bestreiten muss. Und wir sind halt ein professioneller Bombenleger und müssen so einen, ich sag jetzt mal, Diktator-ähnlichen Freak aus dem Weg räumen mit unseren Bombentechniken. Und dafür haben wir aber auch nicht unbegrenzte Zeit, sondern da oben ist nämlich auch eine Zeitanzeige. Da sind nämlich kleine weiße Kästchen. Die füllen sich nach und nach schwarz. Und wenn die dann an der Uhr angelangt sind, dann hallo, was ist denn mit meiner Maus? Was ist denn hier los jetzt? Hallo, was sagt der Akku? Nein. Gut, die Tastatur hat irgendwie gesponnen gerade. Und, nee,
Wir müssen ihn halt aus dem Weg räumen. Und da oben ist dann halt die, unsere Anzeige. Und wenn die auf der Uhr angekommen ist, dann klingelt die und wir sind hinüber. Dann beginnt es wieder von vorne und verlieren ein Leben. Aber das wird nicht passieren. So, und hier? Ach ja, nun erkläre ich euch die Items. Das, was hier unten ist, ist ein gewisses Schieber-Item. Damit können wir unsere Bomben schieben, falls wir uns mal irgendwie in der Zwickmühle befinden oder so. Und was ich vorhin eingesammelt habe, war eine Bombe. Das heißt, wir können mehrere Bomben legen. Am Anfang konnten wir nur eine legen. Aber da wir eine Bombe eingesammelt haben, können wir jetzt zwei legen. Und wir können halt mit diesem Bombenschieber unsere Bomben wegschieben und nähere Gegner erreichen. Wisst ihr Bescheid. So, mittlerweile schon Level 4. So, und es gibt noch sehr viele Items, aber die werde ich nicht alle verraten. Die werdet ihr dann im Laufe des Spiels selber sehen. Weil ich werde nicht das ganze Spiel verraten, dann werdet ihr langweilig. Dann und... Oha, die sind übelst, die Bomben. Ah! Ja, habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Unsere Fähigkeiten. Nein, 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 fick dich und... Ach komm, Alter. Ja, wir haben unsere Fähigkeiten nämlich gerade verloren. Weil die müssen uns jetzt nämlich wieder beschaffen. Irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ja. Ja, ansonsten werde ich jetzt erstmal nicht weiter mehr sagen, außer dass ich jetzt hier durch die ganzen Levels rushe ohne Ende. Wisst ihr Bescheid. Aber ich werde erstmal bis zu Level 8 spielen. Dann werde ich das erstmal hochladen. Danach gehe ich erstmal pennen. So sieht's aus. Wenn er ein Problem hat, naja, mir egal. Man muss ja nicht alles wissen, wa? Ja, komm, explodier. Sehr schön. Und noch ein Leben dazu bekommen, sehr schön. Nicht schlecht. Und mittlerweile 10.330 Punkte. So. Okay, na dann, auf rein hier. Auf rein geht's rein. So, mittlerweile Level 5. Und weiter geht's. Och, da unten müssen wir hin? Okay. Da hinten sind Bombenfresser. Das blaue Ding, was da rumläuft. Weil der frisst nämlich unsere Bomben. Oha. Oha, das war knapp gerade. Aber die Bomben, die hier rumlaufen, die können manchmal hilfreich sein und manchmal auch echt zur Hölle werden. Bum, bum. Double Kill. Ah. Das ist einer meiner Favoriten. Und zwar, passt auf. Ich lege hier eine Bombe, aber die explodiert nicht, weil die können wir nämlich selber... wie geht das? Die können wir nämlich selber zünden. Da müssen wir nicht immer so lange warten. Ach komm, Alter. Ja, und das ist auch ein Item, was wir uns wieder beschaffen müssen, wenn wir umgelegt werden. Und... Da es ein reguläres Spiel ist, also ein offizielles und auch rausgekommen ist. Nein! Oh, werde ich keine Safe States benutzen. Och Mann, Alter. Das war dann mit der Freude. Och Mann, ey. Ich wollte meine Zeitbomben haben. Na gut, okay. Das sieht, oh, das ist unakzeptabel. Ey, hallo? Geht's dir noch gut? Explodier! Mann! Explodiere. Gut. Weißt du Bescheid, Nigger. Okay. Da oben ist eine Zeituhr. Ich denke mal, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ich zeige einfach mal. Wenn ihr denkt, dann denkt ihr genau richtig. Unsere schwarzen Balken gehen dadurch weg. Weil so können wir nämlich auch unendlich Zeit sparen. So, dann würde ich mal sagen, auf ins nächste Level, wa? Ja, und gerade wie ich drauf bin, ich bin ja so dermaßen sauer, da ist diese, da kommt mir das Spiel ganz hier liegen. Da kann ich nämlich mich herzenslos austoben. Ich kann richtig ausrasten bei den Spielen. Ah, komm mal her hier. Ja, das muss ich, oder so, habe ich auch noch vergessen zu erklären. Solange wir blinken, sind wir unverwundbar. Das heißt, wir können richtig dermaßen auf die Kacke hauen, wenn wir, Bomben legen. Explodieren, okay. Du auch? Sehr schön. Und noch eine Bombe dazu bekommen. Gut, der da unten hat Schaden gemacht. Nein, 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 nein! Mann, ich hasse diese Tastatur, ey.
Sehr schön. Das ist auch ein gutes Item, was hier oben ist. Damit können wir nämlich durch die Wände gehen. Falls wir uns mal hier irgendwie, da, wenn wir hier oben hier eine Bombe gelegt haben. Dann hätten wir nämlich durch die Wand gehen können und dann hat er gesagt, ja, ungefähr wie jetzt. Sop, sop, okay. Das ist doch easy. Ist doch einfach nur herrlich, diese Technik. So, was ist denn hier eigentlich drin? Ey, wo ist denn dieses verfickte Fenster? Ach, da. Gut. Hier schnell eine Bombe gelegt. Und dann. Okay, und rein ins Fenster. So, Leute. Okay, gehen wir mal gleich hier raus hier und gleich diese Bomben umlenken. Ja, die sind am gefährlichsten. Ja, nee, ist klar, wa? Okay. Ah! Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ich dachte, seine Reichweite ist ein bisschen größer. Na, da ist schon ein Fenster. Und da ist ein Rollschuh. Das erhöht unsere Laufgeschwindigkeit. Weil so können wir uns nämlich schneller fortbewegen. Und auch schneller zu den Gegnern hin oder wegrennen. Ja, explodier mal bitte. Und zwar zügig. Danke. Und nochmal explodieren. Danke. Sehr schön. Ey, das läuft ja wie ihr schmiert hier mit den durch die Wände gehen. Nee, da gehen wir mal lieber nicht hin. Diese Dinger können nämlich. Ah, ich wusste es, Mann. Oh, das kann ja wieder ewig dauern, ey. Und unsere Geschwindigkeit ist auch weg. Toll. Wieder neu einsammeln. Ist der nicht tot, Alter? Bist du tot? Ey, komm, Alter. Ja, komm, Digga. Sehr schön, da oben ist noch eine Bombe. Nein, das ist ein Leben! Och, Mann, ey. Na, egal. Gut. Ich muss mich echt... Ich muss mich richtig zügeln jetzt. So, Leute. Denkt mal, was das heißt. Letzter Level. Bossfight. Okay, legen wir mal schnell eine Bombe hier, damit wir uns gleich nämlich ausrasten können. Okay. Komm schon, speed it. Get speed it. Explosion. Explosion. Komm schon. Ah, hat nicht geklappt. Okay. Jo, dann wird das wahrscheinlich die letzte, vorletzte Bombe gewesen sein. Und das ist die letzte Bombe. Boom. Sehr schön. Der erste Boss ist hinüber. War ja ein Kinderspiel. Ist ja auch eins eigentlich. Aber das lustige Spiel, ich spiele es immer gerne, immer wieder und ein Leben dazu bekommen. Sehr schön. So, Leute. Sobald wir das nächste Level erreicht haben, mache ich erstmal Cut und lade das mal hoch und dann gehe ich erstmal schlafen. So. Juti. Leute. Ja. Okay, Level 1 von, Level 2 von 1. Na, Bonnie 2 der 7, see ya!